Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die wissen, was du letzten Sommer gemacht hast. Christian und Sascha. Zu Gast im Studio Marek Selle, the face of Schoki Banoki. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki mit einer wunderbaren Sendung an diesem total schönen Montag. Ja, Marek ist hier im Studio und der Anna da, wie heißt er? Gute, Christian ist auch hier. Christian ist auch da. Und wir reden jetzt wieder über kuriose Gesetze. Denn es gibt in der Welt so viele kuriose Gesetze. Ja. Meistens in den USA. Ah. Kennst du Marek, USA? Das ist da. Also Belgien, Seite. Holland und dann noch weiter links. Weißt du, wo der Teich ist? Auf der anderen Seite. Das andere Ufer. Ah, nee. Dümpelbach, aber dann, ja. Doch, ja, ich glaube, genau. Das war schon. Ja. Da war ich mal mit dem Fahrrad. Bisschen weiter weg als Eifel. Ja. Also pass auf. Kurios Gesetz aus Texas. Texas. Ah, ja. Texas. Ein Gesetz verbietet es den Bürgern des US-Bundesstaates Texas, am Wahltag mit einem Schwert oder Speer bewaffnet ins Wahllokal zu erscheinen. Aber warum das denn? Also wirklich. Also, Schwert, Colt geht, aber Colt Schwert geht. Und Speer Armbrust. Nicht. Armbrust, Morgenstern ist ja. Vollkommen in Ordnung. Morgenstern, genau. Ninja-Stern. So kannst du da reinkommen, genau. Kannst das Ding beim Kopf. Ah, ist okay. Genau. Oder hier diese, wie heißen die? MG3. Nee, das ist keine MG3. Handgranate. Handgranate ist das Wort, genau. Handgranate. Mach mal bitte Handgranate. Ja, das ist Handgranate. Ja, ist Handgranate. Ganz klar. Ja, ganz klar. Ja. Und alles erlaubt, aber Speer und Schwert. Das geht nicht. Das sind wir schon wieder bei dem Thema hier. Freiheitliche, hier Verteidiger, das ja, alles. Ja. Alles nicht. Blödsinn. Ehrlich. Sag wirklich. Ich dir doch. Ja. In Richmond. Richmond, Virginia. Richmond, ja genau. Gilt selbst der Wurf einer Münze. Weißt du? Ja. Mit dem ausgelost werden soll, wer zum Beispiel die Restaurantrechnung bezahlen soll. Mhm. Als illegales Glücksspiel und ist verboten. Richtig so. Ehrlich. Absolut. Land of the Free! Ja, viel ich zu bin viel gerade am Überlegen, ob es eine Sportmannschaft gibt in Virginia. Wie machen die das dann? Machen die dann Tipptopp oder was? Ja, ernsthaft. Ach so. Weil doch in den Sportarten ist doch immer Seitenwahl, wer hat den Ball, was ist das? Ist doch immer. So, ja. Wenn du aber sagst, dass das Glücksspiel das ein verboten ist, das wird im Fernsehen übertragen, dann musst du sagen, Schnick, Schnack, Schnuck oder Tipptopp. Vielleicht machen die. Wenn mir die Münze jetzt runterfallen würde und die rote Seite nach oben zufällig ist, ja, wenn die mir aus der Hand fällt, dann dürft ihr anfangen und wenn die schwarze Seite ist, ups! Ja. So geht's. Ja, ist ein Glücksspiel auf jeden Fall. Okay. Und in. Oh je. Ja. Mahovie! Mahovie? Kenn ich. Welchen Bundesstaat? Ich bin im Urlaub gewesen. Das ist dabei. Arizona? Kirchen. Weißt nee, du? Nicht Kirchen, nichts mit Kirchen. Arizona. Okay. Ja. Der Einlass. Nach einem Erlass des Bezirks Mahovie. Einlass hat er gesagt. Mach weiter. In Arizona zufolge muss jeder, der ein Stück Seife gestohlen hat, sich so lange damit waschen, bis es vollkommen aufgebraucht ist. Bis die Haut abstellt. Stell dir vor, du hast dich so ein Stück Seife irgendwann mal geklaut. Und dann denkst du, boah, geil für die ganze Familie, ja. Gott, das kann ich dann irgendwie zerteilen. Ja. Dann, dann irgendwie, machen wir monatelang Seife. Und dann sagt er, nee. Du da, wäschst dich jetzt, bis die Haut abfällt, mein Freund. Ich stimme als Guantanamo. Ja. Und dann ist das so eine Schmirgelseife, weißt du, die billige da vom Ding. Ach, die auch noch so Peeling-Zeug drin hat, ne? So. Vom Discount. Denn das Peeling ist Quarzsand. Das ist nichts, was sich auflöst. Was meinst du? Ja. Runtergescheuert bis auf extra, die Knochen. Extra für Guantanamo erstellt das Ding, ja? Ja, mit extra Quarzsand. Und das Ding hier, so ein Ding, musst du. Die Frage ist: machst du das an einem Körperteil oder verteilst du es an alle Körperteile damit? Also, so untenrum bräuchte ich schon eine ganze Seife. Was oh ist Gott. Denn? Ja. Entschuldigung. Ja. Ich wollte euch jetzt nicht. Was denn, weil dein. Nee, ist gut. Aber ist ja jetzt nicht schlimm. Also, nee. Ja. Ist ekelhaft, aber es ist nicht schlimm. Entschuldigung, dann kam es ein Kotzen mit hoch. Ja, genau. So. Ja. Wie ich dann glänze. Wie glänzt du denn? Zeig ich dir gleich. Ja, wie so eine Speckschwarte dann. Im Sonnenschein. Nee, da bin ich noch nicht rasiert. Bist du rasiert? Was? Was? Oder nicht?
Ich war doch eben bei dir duschen. Also bei mir warst du duschen, ja, aber ich habe ja nicht. Ich habe ja keine Kämpfer. Warte mal ganz kurz. La 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 la. Ich versuche das Kopfkino auszubekommen. La la. Ich habe ja keine Cam da irgendwo in der Ecke, um zu sehen, ob er den Riemen jetzt irgendwie eingefangen hat. Wenn die Hecke geschnitten ist, wirkt der Baum größer. Was nochmal? Wenn die Hecke geschnitten ist, wirkt der Baum größer. Ja. Verstehe ich nicht. Nee, ist ja okay. Ja, das waren die kuriosen Gesetze heute mit Marek, der Eifler, der Eifler, AKA Potsdamer. Ja, genau. Karlsruher. AKA Karlsruher SC. Du bist der ist übrigens Karlsruher SC-Fan. Nee, echt? Nee. Ja, konnte ich nicht erkennen. Vielleicht mal für die, die es auf dem YouTube-Kanal sehen. Also der Marek hat ein KSC-Trikot an, aber ich finde es gut, dass der Sascha mich nochmal drauf hingewiesen hat. Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe immer sowas an. Ja. Aber das ist auch von Anno Sascha, von Anno Tabula Rasa, wollte ich schon sagen. Sascha, hier steht Shoki Banuki. Ich bin der eine von Shoki Banuki. Du? Ich, ja. Dich habe ich im Fernsehen gesehen. Cheerio, Miss Sophie. Gute. Das war Shoki Banuki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.